bin hier in Medjugorje, in der Nähe von dem Kreuzberg und bin mit, wie heißt du? Andrea. Und? Christine. Wo kommt ihr her? Aus Österreich. Erste Mal hier? Nein, wir waren schon unzählige Male da. Wow, warum kommt ihr immer wieder hierher? Weil es uns hierher zieht. Also wenn wir aus dem Autobus aussteigen, frage ich mich, wieso fühle ich mich hier so zu Hause? Es ist eine andere Sprache, eine andere Kultur irgendwie. Und trotzdem fühlen wir uns hier zu Hause. Unglaublich. Und für dich? Genau derselbe Grund. Und für mich ist es noch doppelt spannend, weil es sehr oft so ausschaut, als würde die Reise nicht funktionieren. Mhm. Aber die Andrea sagt seit Jahren, du, die Gospel lädt uns ein, wenn sie will, dass sie kommen, wird es klappen. Und das ist so, oder? Ja. Jetzt am Hinweg war die Autobahn leer. Kein Auto am Montagvormittag, kein Auto auf der Autobahn. Unglaublich. Ja. Und was ist so speziell an Medjugorje? Was würde den Menschen sagen? Die Möglichkeit, sich komplett in die Geborgenheit und Liebe Gottes, der Mutter Gottes und aller Heiligen fallen zu lassen. Du musst hier nichts anderes. Du darfst sein, du darfst abladen. Mhm. Und du kommst immer voller Freude und mit einer unendlich großen Dankbarkeit und Liebe zurück. Für dich? Ja, auch die Erkenntnis, dass der Glaube nicht eine Befolgung oder Nichtbefolgung von irgendwelchen Richtlinien ist, sondern dass man hier ein geliebtes Kind Gottes ist und dass es der Glaube Freude macht, ja, und einem wirklich sehr hilft im Leben. Ja. In welcher Weise hilft er dir der Glaube? Er gibt eine Zuversicht und Kraft und Hoffnung und Freude. Für dich? Auch, und für mich ist der Glaube auch ein riesengroßes Geschenk. Glauben zu dürfen ist eine Gnade. Und was würdest du Menschen sagen, die diesen Glauben suchen, das nicht haben? Wie können die Gott erfahren? Indem sie über den Schatten springen und mitfahren. Alles andere macht die Mutter Gottes. Das ist der Deal hier, ne? Die Reise für einen, wenn man hierher kommt. Ne? Ja. Gut Deal. Auch, wenn die Andrea Busse organisiert, für mich stehen diese Busse immer unter dem Motto Beten und Blödeln. Aha, schön. Also, genau, wir lachen so viel und wir haben so tiefe Gespräche und es gibt auch so viele Tränen oft, aber es ist immer, immer, immer die Liebe und man fährt gestärkt. Was ist dir persönlich hier widerfahren? Schönes, kannst du so ein bisschen erzählen von deiner Erfahrung? Mir widerfährt hier jedes Mal irgendwas. Entweder lerne ich unglaublich kostbare Menschen kennen oder treffe Menschen wieder, die ich lange nicht gesehen habe. Ich werde immer wieder zurückgeführt auf den Glauben, wenn gerade so Zweifel sind oder wenn ich merke, dass ich anfange, mir das alles selber zurechtzuzimmern und nicht mehr aus Gottes Gnade heraus zu leben, sondern aus dem Ego. Mhm. Das kriegst du hier immer wieder mit tiefer Liebe und Freude zurechtgerückt. Wow, für dich? Wie war jetzt die Frage? Die Frage, was du hier erfahren hast in Medjugorje. Es ist einfach schön, da rein zu baden zuzuhören, ne? Da ist man erstmal so, genau. Das ist meine Hilfe in meinem Leben, gell? In welcher Weise? Ja, ich habe 7 Kinder und da steht man oft an, ja? Weiß nicht, wie man tun soll. Und dann kommt man hier zur Großmutter, weil ich sage dann immer, ja, du bist ja nicht nur meine Mutter, sondern bist auch die Großmutter meiner Kinder. Also bitte, ja. Und es funktioniert? Ja, es funktioniert. Die Kinder kommen auch mal sehr gern her. Und Kinder kann man nicht betrügen, die spüren, ob da was Wahrhaftiges genau. Ne? Ja, genau. Und authentisch ist. Ne? Ja. Und ihr betet den Rosenkranz? Ja. Warum? Schon. Das ist so nicht nur eine Schnur mit Perlen, sondern es ist auch so eine Richtschnur. Man kann sich so schön einspuren. Ja. Und man kann auch, wenn man treu dabei bleibt, weil ich habe schon so Phasen, wo ich mir denke, oh. Durch das konsequente Beten ist genauso wie dieses konsequente, liebevolle ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein bei einem Kind. Durch dieses konsequente Beten kommt man wieder in den Gnade. Wirklichen Glauben, in die Andacht, wird man wieder auf die richtige Spur gebracht. Und wie ist für euch die Beichte? Sehr zentral hier. Es gibt viele Leute, die haben Angst, zur Beichte zu gehen. Was würdet ihr denen sagen? Du hast nur zu gewinnen. Warum? Weil du abladen kannst und weil Beichte nicht ein bevormundet werden oder Vorwürfe kriegen ist, sondern ein Loslassen, ein Abgeben und ein wieder Prioritäten richtig setzen. Für dich? Ja, ich glaube, dass da viel schief gelaufen ist bei der Beichte. Es ist auch so, je öfter man beichten geht, desto leichter fällt einem das. Natürlich ist es immer ein bisschen peinlich, ja, aber es sind so viele Leute, denen ist heutzutage nichts peinlich, ja. Und
Das ist auf einmal peinlich. Ja, genau, das ist auf einmal peinlich. Und ganz ehrlich, es gibt so und so einen ganzen Pott von Sünden. Mhm. Und es ist halt, der eine macht das, der andere macht das. Und der Pfarrer hat alles schon gehört. Genau. Ja? Sagen Priester, also, nach 6 Monaten wissen sie alles, weil ja. Mensch ist Mensch. Ne? Ja. Ja, und das ist auch eigentlich wirklich schön, dass man dann sagen kann, jetzt kann ich neu anfangen. Ja? Fühlst du im Frieden und tiefer auf Freude? Auf jeden Fall, ja. Ja. Für dich, ja? Ja, ja, voll. Ja. Total. Mhm. Dankbarkeit, das macht, Beichten macht unglaublich frei und fröhlich. Ja, genau. Das ist kostenlos. Die Leute rennen zum Psychologen und Stunden, nichts passiert. Und ist Heilung innerhalb von Sekunden, wenn man sich traut, seine Schwächen wirklich zuzugeben, wenn man ehrlich ist und ohne Bedingungen. Genau, das hat mal jemand bei Facebook gesagt, der katholische Glaube ist zuerst ehrlich, authentisch zu sich selbst zu sein. Ja, und wir sind auch mehr als unsere Sünden, wir sind auch mehr als auch die Sachen, die wir tun. Ja. Kannst du das ein bisschen beschreiben, diese Identität, die wir haben in unserem katholischen Glauben? Ja, wir sind natürlich geliebte Kinder Gottes, das fühlen wir nicht immer so, gell? Mhm. Aber in der Zeit heutzutage definiert sich der Mensch sehr leicht durch das, was er tut. Ja? Ja. Und das ist nicht notwendig, ja? Weil wir haben eine Würde und die gilt es wieder zu finden, in frischer Weise. Und könnt ihr erklären, weil viele Leute denken, ich glaube, dass das wirklich so ist, mein Bruder hat immer gesagt, stell die Frage, die denken, dass Gott der Vater ein alter Mann ist mit einem weißen Bart, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen und uns in die Hölle schicken. Genau, Gott ist die Allmacht und die Allmacht ist die Liebe. Ja. Und in der Liebe ist der Sieg, sagt die Mutter Gottes, so im Mirianer vorgestern. Ja. Es ist wirklich, es ist der liebe Gott. Wir sind nie alleine, nie. Ja. Wir haben die Schutzengel an unserer Seite, an die wir viel zu wenig denken. Wir haben die Namenspatrone. Genau. Wir haben so viele himmlische Fürsprecher und wir sind nie allein. Wer glaubt, ist nie alleine. Ja. Und wie kann man diese persönliche Beziehung haben? Wie können das? Viele Leute sehen sich danach und haben aber diese Blockaden. Das Danken. Danken. Genau, erstmal Danke zu sagen für alles, was man hat. Also für mich ist Danken was ganz Wesentliches. Ja. Und das zuerst mal sehen, was wir alles haben und nicht immer nur, was nicht ist. Ja, genau. Auch die Achtsamkeit in der Wortwahl. Ja. Das ist und für dich? Vielleicht auch einmal, also für jemanden, der damit gar nichts anfangen kann, vielleicht einmal anfangen, mit Gott zu sprechen, sich vorzustellen, Gott ist jetzt vor mir und mit dem gehe ich jetzt durch den Tag. Mhm. Das kann ganz banal anfangen. Schau mal, lieber Gott, das ist aber schön oder so. Oder oje, was soll ich jetzt machen oder was auch immer. Oder einfach versuchen, einen Kontakt herzustellen. Dann wird man überrascht sein, was dann kommt. Ja, genau. Mhm. Weil das Leben ist wirklich immer so spannend und man soll sich, es sind so viele Leute, die sich so einschließen in ihrer Gedankenwelt und so. Und dann traut man sich auch loszulassen, wenn man ansteht und traut sich zu sagen, ich stehe an, jetzt mach bitte du. Ja, genau. Und wenn man wegkommt von dem, ich muss alles selber machen, ich muss immer die Kontrolle behalten, ich muss nachschauen, wenn man nur sagt, ich tue soweit ich kann und den Rest bitte mach du, dann flutscht alles. Ja. Dann läuft's. Ihr seht also auch, wenn ihr sagt, in der Intention lebt dein Wille geschehen in meinem Leben, dass es viel friedlicher und fröhlicher ist. Lass mich erkennen, was du von mir willst und lass es mich umsetzen. Wow, unglaublich. Zu reden. Aber es ist natürlich, das ist jetzt die Theorie. Ja. Wie ist die Praxis? Genau, die Praxis. Die Praxis heißt, jeden Tag neu anfangen und so, wie tue ich jetzt und so. Ja. Und Freunde haben, von denen man genau weiß, wenn die einem sagen, du halt bis hier und nicht weiter, dann ist das aus der Liebe heraus und aus dem Glauben heraus und nicht, weil sie sich erhöhen wollen oder weil sie einen fertig machen wollen. Das ist für mich, also die Andrea ist da speziell, die Andrea ist ein Regulativ für mich. Wenn ich anfange zu spinnen, die Andrea bringt es auf den Punkt sofort. Genau, wie sagt man, der Paulus hat spirituelle Freunde, die mit ihm reisen, ne? So kann man das beschreiben. Das gilt heute auch und das ist gut, das zu haben als Regulator, ein bisschen jemand von außen da einen betrachtet. Ja, und das Miteinander, füreinander. Genau, schön, wie du das allein ausdrückst. Geht gar nichts, das ist nur ein Wir. Ja. Und was ist der schönste Ort für euch hier in Medjugorje? Gestern war es am Blauen Kreuz sehr schön. Sonst haben wir den Kreuzberg sehr gern. Geht der jetzt hoch auf den Kreuzberg? Ja, schön. Für dich? Ich habe eigentlich... Es wechselt so. Ich sitze auch sehr, sehr gerne am Abend vor der Kirche. Das finde ich total schön. Und den Erscheinungsberg. Bei der Mutter Gottes am Erscheinungsberg. Oben, bei der weißen Statue. Bei der weißen Statue. Ja, einfach da kann ich. Da ist was, oder? Ja, das ist einfach.
die Mutter Gottes schenkt uns so viele Gnaden, auch indem sie sich zur Verfügung stellt als Mutter für uns alle, als die Mutter des Herrn, die sich aber ihm komplett unterordnet. Wunderschön. Das ist für unsere protestantischen Freunde. Sie ist ein Glaubensmodell, sie ist keine Göttin. Nee, sie ist, also für mich, ohne Mutter Gottes läuft für mich gar nichts. Warum? Weil wir alles verdanken. Sie hat Ja gesagt. Ja. Sie hat Ja gesagt und es geht um unser Ja. Wir haben immer die Möglichkeit, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und das Nein ist meistens ein Trotz oder eine Unsicherheit. Genau. Ja. Und wir kriegen aber von ihm alles. Wir haben die Fülle gekriegt. Ja. Wir können uns auch aussuchen, ob wir uns die Fülle an Frust nehmen oder die Fülle an Positivem. Wir schaffen das. Wenn er uns das zutraut, dann können wir das. Genau, wir müssen durch ihn, mit ihm, in ihm. In ihm. Was wir in der Messe sagen. Ja. Das ist das Geheimnis. Ja. Und für und dich, über, ja? Sag du. Schön. Und über allem steht wirklich dieses sich bemühen zu erhalten, dass man selber ein Rädchen im Getriebe ist und nicht Ego und dass die Liebe ist. Es ist einfach dieses Liebeleben, was manchmal ziemlich schwierig ist und manchmal flutscht es einfach wieder so. Mhm. Und schon auch die Demut. Wie ist genau die Demut? Das ist das Zentrum. Ne? Ja. Und für dich Mutter, 7 Kinder, Ehe, was ist das Geheimnis, dass die Ehe glücklich ist, dass es langfristig ist? Viele Ehen klappen ja heute nicht mehr. Ist eine Gnade auch, ja. Das Sakrament der Ehe, ne? Ja. Aber ich glaube auch. Ich kann es nicht sagen, ganz das, ehrlich. Das, was mir bei euch immer so imponiert, vom Fleck weg, das gemeinsame Beten. Ihr seid beide gläubig, ihr könnt auch zusammen beten, im Autobus mit uns allen jedenfalls und so. Also wirklich aus dem Glauben heraus. Aus dem Glauben, Jesus voll. Im Zentrum. Ja. Mhm. Wir sagen hier das Kreuz, in Chirio Priek, 20, 30 Kilometer von hier, bei jeder Eheschließung ist das Kreuz mit dabei im Zentrum. Ja. Und ihr habt beide, glaube ich, ein unglaubliches Gottvertrauen, ein Vertrauen zueinander und ein Vertrauen zu den Kindern. Es ist einfach, das ich lebt ihr mir, also seid ihr Vorbilder. Für viele, glaube ich. Ich glaube, das ist das Zentrum, dass man nicht wütend auf Gott ist, sondern im Frieden ist mit sich selbst. Dann kann man auch Frieden mit anderen Menschen sein. Ich sehe das immer öfters, wenn Leute in Wut sind, dann flutscht es nicht mehr. Die Wut kommt auch nicht von dem Gott. Nein, die kommt von der anderen Seite, wenn überhaupt. Und das, glaube ich, das ist mir in den letzten Monaten wieder bewusster geworden, dass wenn einem bewusst wird, es eckt oder man ist grantig und weiß nicht warum, dass da sehr oft jemand ist, der einem nichts Gutes will und dass man den auch wegschicken kann. Ja. Nein sagen muss er. Ja? Ja, eben wirklich, wenn da jemand ist, der mir was Schlechtes will, weiche. Oder lieber Gott, behüte mich. Oder wenn da eine arme Seele klebt, nimm sie bitte auf und schenk ihr den Frieden. Genau, das habe ich gestern auch gebetet. Ja. Wir dürfen uns als Christen davon nicht beeinflussen lassen, weil wir haben das Schöne, den Frieden und die Freude. Und deswegen, darum ist der Kampf. Ne? Ich habe mal gelesen, jetzt vor kurzem, dass das Böse kommt oft über die Freude. Also du kriegst so das Gefühl, ach, das kann ich eh machen, das ist eh alles gut. In Wirklichkeit, wenn du tiefer gehst, weißt du genau, dass du es eigentlich nicht machen solltest und dürftest. Ja. Und dieses Bewusstsein, dass wenn es einem gut geht, man sicher auch Angriffsfläche ist für, auch wenn man das heutzutage nicht mehr sagen darf, für den Teufel. Ja. Und dass man den sehr wohl wegschicken darf. Genau, dass man muss sagen sogar. Kann, ja, genau. Im Namen Jesu, nicht alleine. Im Namen Jesu. Ja. Im Namen Jesu selber schafft man gar nichts. Genau. Aber wirklich im Namen Jesu. Man kann dann auch die Leute, die wütend sind, in Gott anvertrauen, sagen, kümmere dich du um den. Und auch, was ich auch ganz wichtig finde, ist die anderen zu segnen, was ich sehr oft vergesse. Und im eigenen Haus, am eigenen Grundstück, die Schwester von der Andrea geht jede Woche einmal durch alle Zimmer im Haus mit Weihwasser und betet. Wunderschön. Das ist so. Haben wir alles verloren in unserer katholischen, christlichen Kultur. Und es sind so viele Sachen, die nichts kosten in dem Sinn, aber so viel schenken. Ja. Unglaublich. Das ist schön. Und am Ende, was würdet ihr Menschen sagen, warum mal nach Medjugorje kommen? Ja, weil es ein Ort des Friedens ist und weil es besser ist als jeder Urlaub. Es ist so entschleunigend und es macht so... Du kommst zu so dir. Man kann so gut abschalten. Ja. Ja. In Medjugorje, finde ich, da kommt man zu sich. Und trotzdem im Wir. Toll. Ja. Danke für das schöne Interview. Auch danke.